Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ich merke gerade, ich muss mal hier meine Lautsprecher ausmachen. Wir freuen mich ja nicht doppelt hören. Und ja, es sind leider ein paar Tage keine Minecraft-Videos erschienen, weil ich leider einfach echt gar nicht hinterher kam. Ich hatte momentan viel um die Ohren, aber es geht weiter, keine Angst. Und ich werde jetzt auch etwas mehr aufnehmen. Das bedeutet, dass dies so schnell nicht mehr vorkommt. Wir gehen rein in die Let's Play-Welt. Und ich kann mich natürlich, man kennt ihn, nur noch dunkel erinnern an das, was in der letzten Folge passiert ist. Und zwar war es so, dass ich am Überlegen war, ob ich dort, wo ich jetzt bin, bleiben möchte. Ich meine, das war irgendwie so der letzte Stand. Ich bin mir aber auch nicht mehr 100% sicher, wo genau ich da jetzt eigentlich war. Wir gucken mal rein. Ich habe sogar versucht, die Musik wieder an der Stelle anzumachen, wo sie in der letzten Folge aufgehört hat. So, wir lassen mal kurz hier alles laden und ich erinnere mich, hier war das Dorf. Huch, ich wollte mein Inventar gar nicht öffnen. Ich erinnere mich, hier war das Dorf und ich hatte überlegt, ich gucke mal gerade auf die Map, ich hatte überlegt, hier eventuell mich niederzulassen oder hier an diesen, wobei hier kommt auch noch eine schöne Wiese, die ich gerne mal erkunden wollen würde. Die sieht nämlich ganz interessant aus. Wobei ich lieber eine Wiese in dem Farbton hätte. Hier sind auch so schöne Areas. Genau hier hatte ich, glaube ich, überlegt, da zu bauen. Oder war es hier? Ich weiß nicht mehr, 100%. Ist auch egal. Ich will auf jeden Fall hier die Area mir mal angucken. Ich würde sagen, dass wir hier so einen kleinen Walk machen, dass wir noch diesen Bereich freischalten. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass entweder hier oder hier, weil hier sehe ich schon die Farbe so, die Area ist, wo ich eventuell ein Haus bauen möchte. So, ich setze da mal einen temporären Wegpunkt und würde sagen, wo ist er da? Wir gehen einfach mal in die Richtung und schauen mal, was uns da erwartet. Hier sind noch Schweinchen, aber die lasse ich mal alle leben, weil ich weiß ja nicht, wenn ich mich am Ende hier niederlassen möchte, dann wäre es ziemlich dumm, wenn ich jetzt hier alles und jeden töte. Viele haben gefragt wegen den Mods, welche Mods alle installiert sind. Ich werde euch mal bei Gelegenheit im Discord ein Update machen, welche Mods alle drin sind und die könnt ihr euch dann runterladen über die Links zu den Erstellern. Denn ich kann das Modpack leider nicht zum Download zur Verfügung stellen, weil die Mods ja alle anderen Menschen gehören. Ne? Und deswegen müsst ihr die auch bei denen euch besorgen. Die sind aber alle kostenfrei, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die sind alle umsonst. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr, ich sag mal, einen Computer habt, der halbwegs das Ganze stemmen kann, direkt loslegen. Einfach alles installieren und dann let's go Minecraft anschmeißen. Und das ist wieder schön. Ich muss eigentlich schon wieder Screenshots machen. Ich kann nicht anders. Das ist wie eine Sucht. Vielleicht hier so raus, das kommt cool. So irgendwie so, zack. Mal gucken, ob es diesmal bei einem Screenshot pro Folge bleibt. Ich habe es auch geschafft, ein bisschen zu überziehen beim letzten Mal, aber auch das nicht so dramatisch. Ich hätte halt gern irgendwie ein Item-Dings. Nur die Hand, dass wenn ich hier rumlaufe, ich nicht immer das Inventar sehen muss. Ne? Dafür habe ich den Mod ja drin, dass das ausgeblendet wird. Das ist ganz geil. Außerdem seht ihr dann meine schöne Hand. Und ich brauche unbedingt einen neuen Skin. Für die nächste Aufnahme werde ich mir mal einen neuen Skin besorgen. Denn unser Skin hier, jetzt habe ich natürlich hier die Ausrüstung an, aber die kann ich mal kurz ablegen. Da seht ihr schon, das ist der Weihnachtsskin noch. Das geht natürlich nicht. Huch. Ziehe ich alles schnell wieder an. Ich brauche natürlich jetzt mal einen Skin, der hier zum Wetter passt. Wir haben Frühling, ja, wir haben schon Mitte Februar, wir brauchen keinen Weihnachtsskin mehr. Wobei, das weiß man nicht, vielleicht kommt der Winter nochmal wieder. Das Wetter wird nochmal kalt. Abwegig ist es nicht, zumindest hier in Deutschland kann es auch im März nochmal schneien. Ja, deswegen, vielleicht ist er auch noch aktuell. Nee, aber ich hätte gern wieder einen Skin, der ähnlich ist wie der, aber ohne Weihnachtspulli. Da muss ich mal gucken. Da suche ich mir mal einen schönen raus. Früher habe ich die immer selbst gepixelt, aber da bin ich inzwischen zu faul zu. Diesmal werde ich einfach gucken, wo ich einen im Internet finde, der mir gut gefällt. So, jetzt schauen wir mal kurz hier.
auf die Karte. Und wir sehen schon, hier wird es wieder steinig. Hier wird es wieder steinig. Ich mache mal hier einen neuen. Bis dahin würde ich noch gehen. Und dann haben wir nämlich hier diesen Fluss abgedeckt. Und dann können wir hier einmal eine Runde gehen. Und hier ist sogar noch ein Dorf. Aha, interessant. So, das können wir mal direkt benennen. Dorf in der Savanne. Das machen wir mal hier so. Gülden. Zack. Perfekt. So, und ich würde sagen, wir gehen weiter. Da ist der Wegpunkt in die Richtung. Und ich gehe mal davon aus, dass ich eher in die andere Richtung moven werde, um da mein Häuschen zu bauen. Aber ich verspreche euch, ich werde jetzt auch wirklich eins bauen. Ich werde jetzt nicht wieder 20 Folgen rumlaufen. Das Eisen muss ich natürlich trotzdem mitnehmen. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit mir. Ich brauche immer, bis ich mich mal irgendwie zu Hause fühle. Brauche ich immer erst einen schönen Spot. Und ich will eigentlich auch mal was Neues machen. Hier sind Ziegen. Aber irgendwie habe ich trotzdem immer das Bedürfnis, in eine Wiesenregion zu ziehen. Ne? Ich meine, ich könnte auch hier einfach ein Haus bauen, aber das mit dem Stein. Ich könnte mir natürlich direkt eine Ziegenfarm machen. Ach, so viele Ziegen, wie hier rumlaufen. Aber das ist gar nicht mein Main Goal. Ich sehe schon, da hinten liegt sogar Schnee. So, ich laufe mal noch bis zu der Markierung. Hopp. Und dann gucken wir nochmal auf die Map. Oh, okay, interessant. Ich habe das tatsächlich nicht hier erwartet. Ich würde jetzt einmal hier langlaufen. Ich würde vielleicht hier die Markierung setzen. Hier eine Markierung setzen. Die Markierung können wir löschen. Ich so grob weiß, wo ich lang muss. Und dann hier noch eine. Und ja, hier noch eine. So, diese Route würde ich jetzt einmal ablaufen, dass ich den Bereich noch freischalte. Und es wird auch dunkel, sehe ich gerade. Ich habe aber ja ein Bett dabei. Ich wollte auch unbedingt noch einstellen, dass die Tage länger sind, ne? Die Tage länger, die Nächte kürzer, wobei die Nächte sind irgendwie auf Null. Wenn ich ins Bett gehe, ist direkt nächster Tag. Ich weiß nicht, ob das vielleicht durch ein Update des Mods so geworden ist. Das war nämlich vorher nicht so. Ich sehe da Eisen. Es tut mir schrecklich leid. Aber ich kann da nicht dran vorbeilaufen. Auch wenn es nur eins ist. Nee, es ist nicht nur eins, es ist mehr. Perfekt. Ja, dann kann ich auch hier einfach gerade eine Nacht verbringen. In diesem kleinen Vorsprung hier. Baue ich mich hier ein Stück rein. Aber natürlich drei hoch, weil ganz ehrlich, das geht nicht, dass ich mir hier den Kopf stoße. So, Bett hatten wir doch. Zack. So. Oh Gott, ja, ich musste niesen, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich habe das Spiel gemutet, ich wollte mich muten und dann habt ihr das doch gehört. Jetzt solltet ihr beides wieder hören. So, es ist noch nicht spät genug, die habe ich hier, das heißt, ich mach mal, zack, hier eine hin, der Ordnung halber, ach nee, dann haben wir ja Bruchstein da, ne, dann lasse ich das jetzt einfach hier offen. Ach, der Sonnenuntergang, wunderschön. Darf ich? Nee, ich darf noch nicht. Ich muss noch warten, Leute. Ich muss noch warten, bis es richtig dunkel wird. Dann hole ich mir noch die Kohle hier. Dann hole ich mir noch die Kohle. Das ist übrigens das Stay True Texture Pack, was sehr nah am Original Minecraft-Stil ist, aber trotzdem, wie hier bei der Kohle zum Beispiel zu sehen, gewisse Texturen einfach ein bisschen hübscher macht, aber trotzdem diesen classy Minecraft-Style beibehält. Da bin ich immer Freund von. Es macht außerdem die Blätter anders und die Ernte, also beziehungsweise, ihr seht ja die Blätter, die haben so Fetzen dran. Und was noch anders ist, ist, dass wenn ihr zum Beispiel Weizen anpflanzt, dass das anders aussieht, wenn es wächst. So, darf ich ins Bett? Perfekt. Nehme ich aber wieder mit. Oder lasse ich es hier als kleinen Unterschlupf? Ganz ehrlich, lasse es hier. Jetzt muss ich mich nochmal da reinlegen, theoretisch, sonst funktioniert der Speicherpunkt nicht. Dann markiere ich mir hier auf der Map. Ähm,
Unterkunft im Fels. Das machen wir hier grau. So, cool. Haben wir das auch und dann müssen wir weiter erstmal in die Richtung von einem grünen Waypoint, ne? Deswegen, ich muss mich ein bisschen hier, jetzt kommen wir hier zu den schönen neuen Blätterchen. Ah, oh, die sind inzwischen vom Shader auch animiert. Schön. Das freut mich aber. Ach, auch geil. Auch ein Screenshot wert eigentlich. Aber nee, ich mache keinen Screenshot. Ich habe, oh, aber wobei, wenn ich das hier sehe, muss ich eigentlich. Guckt mal, wie das strahlt hier. Wow. Ich gehe mal hier. Schon schön. Aber nee, wir haben schon einen für diese Folge. Dabei belasse ich es jetzt auch mal ehrlich. Sonst kann ich am Ende wieder, weiß wieder nicht, welcher Screenshot für welche Folge ist. Oh Mann, nein, ich wollte da runter. Ist ja wie eine Treppe hier. Ach, die Natur, sie formt sich mir, wie ich es brauche. Ach ja, da fliegt ein Vögelchen, da läuft ein Schweinchen und so ein. Ich weiß auch nicht, was das war. Hat mich irgendwie, oh, Schlange will ich nicht unbedingt. Hat mich irgendwie spontan das Böse im Griff genommen. Ich kann da gar nichts für. So. Hopp, hier muss ich mal ein bisschen hüpfen. Hüpfen und klettern. Es ist doch weiter als... Boah, das sieht aber so cool aus. Es ist doch weiter als ich dachte irgendwie. Gucken wir mal auf die Map. Ah ja, gut, aber wir schalten dadurch halt auch viel frei. Aber wir sind fast an dem Waypoint. Oh, hier unten kommt wieder so ein Canyon, auch sehr, sehr cool. Aber ich glaube hier, das wird unsere Ecke. Ich habe es im Gefühl, Leute, ich habe es im Gefühl. So, wie mache ich das jetzt hier? Meine Jump'n'Run-Skills. Ah, da können wir mal sehen hier, dass ich es noch schaffe. Ah, das ist schon auch ein geiles Bild. Muss ich auch mitnehmen. Tut mir leid. Dann habe ich am Ende doch wieder die Qual der Wahl. So. Den Waypoint können wir schon mal löschen und können dann anfangen in Richtung des ersten Pinken hier zu gehen. Insgesamt sind es noch 1000 Meter. Ja gut, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch heute. Gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich gehe mal hier durch die düsteren Wälder. Naja, Wald. Naja, wobei doch. Tropenwald. Das ist aber cool, dass es so ein Tropenwald ist, aber nicht mit so riesen Tropenbäumen, sondern so alles ein bisschen, irgendwie so ein bisschen, naja, ein bisschen enger aufeinander. Hat irgendwie was. Oh, was kommt denn hier? Fliegende Inseln. Ich muss nur mal gerade gucken, dass das hier keine Lücke entsteht. Perfekt. Das hat einwandfrei funktioniert. Huch. Oh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich weiß nicht, wer von denen freundlich und wer böse ist. Ich gehe lieber weiter. Oh, oh, erstmal hier runter arbeiten irgendwie. Ist machbar. So, dann wollen wir mal hier hochklettern. Ah, ich liebe diese Steine. Das sieht so smooth aus. Das sieht so geil aus. Und hier ist noch Sandstein. Das ist Ton, glaube ich, ne? Oder? Warte mal, muss ich mal mit der Spitzhacke abbauen, dann weiß ich's. Keramik, ja geil, brauche ich jetzt aber nicht mitnehmen. So, hier über den toten Baum klettern. Hopp. So, und ich muss mehr in die Richtung. Oh, das sieht schon cool aus. Ja, sieht cool aus. Aber das hier sehr zerklüftet. Ist alles sehr zerklüftet. Boah, was ist das denn? Alter, das gibt mir gerade so richtige Vibes von Horizon Forbidden West. Hilfe, für die, die es gespielt haben. Oder zumindest gesehen haben, die wissen, was ich meine. Ich komme hier nicht runter, das ist problematisch. Oh, was sehe ich denn da unten? Au. Das war nicht geplant. Oh, und hier ist ein Dörfchen. Noch ein anderes oder das, was ich markiert habe? Nee, noch ein anderes. Ich gehe erstmal weiter. Ich habe irgendwie Angst, dass ich von hinten attackiert werde. Das Dörfchen gucken wir uns mal an.
Das ist eigentlich echt geil hier so an der Klippe. Boah, hier sieht es schon ultra nice aus. Und das Problem ist, wie laufe ich hier am besten? Nee. Ich muss essen. Ich bräuchte mal einen Wassereimer. Wobei das Bett unter sich platzieren, ist glaube ich auch eine Methode, die funktionieren könnte. Nehmen wir wohl doch ein bisschen hiervon mit. Ich baue mich einfach runter. Meine Rüstung leidet zu sehr darunter, wenn ich jedes Mal runterhüpfe. So. Mein Gott. Den Rest kann ich... Ah, guck mal, ich komme sogar... Oh, was sehe ich denn da? Ohne Schaden zu nehmen runter. Wow. Es war nur ein Eisen. Guck mal, hier unten ist ein Teil vom Dorf und der Rest ist oben. Okay, das ist cool. Das ist cool. Mal gucken, wie das Dorf aussieht. Oh, guck mal, hier ist ein Stück Feld. Okay, das ist mega so hier reingespawnt einfach. Hopp, 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 hopp. Ah, hallo Golem. Oh, Katzi, Schafi. Oh. Oh, das tut mir schrecklich leid, dass ich euer Feld zerstört habe. Boah, das ist aber echt ein cooles Dorf. Zerklüftetes Savannendorf. Toll, das muss ich jetzt nochmal schreiben. Zerklüftetes Savannendorf. Dorf ist eigentlich ein Wort, aber sieht irgendwie so besser aus. Ne, nicht blau. Aber Gold. Cool. Sehr. Also das finde ich richtig cool, das Dorf hier. Das ist so richtig putzig. Das ist so richtig putzig, so in den Wald. Was habe ich denn hier gekriegt? Alter, Melonensamen. Junge, wie viel Luck habe ich denn bitte? Schmeiß mal das eine Leder weg. Die liegen hier einfach auf dem Boden rum. Goal. So, wir müssen in die Richtung weiter und ich wollte diesen Waypoint hier noch löschen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Dorf und auch mit dieser Location hier einfach krank. Einfach krank. So. Schaffe ich das hier raus? Nein, natürlich nicht. Aber hier. Jetzt muss ich wieder hoch. Das ist hier bergauf, bergab. Das ist wirklich eine richtige Wanderung. Das ist nicht einfach ein normales Laufen hier. Nee, das ist wirklich... Da habe ich mich erschrocken. Uiuiui, schnell weg. Da bin ich aber ganz schnell weg. Hilfe, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, 200 Meter in die Richtung. Ich will raus aus dem Dschungel. Also dieser Mod ist echt cool, der die Weltgeneration so überarbeitet. Ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen, es gibt noch coolere Kombinationen von diesen Mods, wenn man noch neue Biome hinzufügen lässt und dann diese Kreation verändern lässt durch Mods, dann kommen da schon sehr, sehr geile Sachen raus. Aber das ist vielleicht was für eine weitere Skelett. Eine weitere Reihe von Minecraft-Videos in ferner Zukunft. Und wir kommen jetzt langsam hier zur Wiese. Aber ich laufe übrigens falsch, hier wollte ich hin. Ich laufe schon direkt zum nächsten. Auch sehr schön hier. Das ist halt so eher das Biom, so wie ich mir das vorstelle. So, den Waypoint können wir löschen. Und jetzt guckt euch die Wiese hier an. Ach, guck mal, ich kann da auch irgendwie so... Na, cool. 300 Meter noch in die Richtung. Das ist hier jetzt so die Location, wie ich sie mir vorgestellt habe, mit so einer schönen Wiese und hier einfach ein Häuschen. Ich glaube, so mache ich es auch. Ich glaube, das hier ist wirklich der perfekte Spot, wenn ich mir das gerade angucke. Hier so ein bisschen auf der Höhe, wenn wir hier den einen Baum wegmachen, hier den Parkplatz bauen, hier das Einkaufszentrum. Nee, aber wenn ich hier den einen Baum wegmache und das ist so unser Ausblick, das Einzige, was hier fehlt, wäre Wasser. Aber das haben wir, wenn wir hier runtergehen. Da haben wir einen kleinen See. Gucken wir uns den mal an. Der ist zwar wirklich nicht sehr groß. Aber das macht ja auch gar nichts. Weil zum Wasser holen reicht's.
Und weit vom Fluss sind wir, glaube ich, auch nicht weg, ne? Nee, weit vom Fluss wären wir auch nicht weg. Das heißt, man könnte einen Weg zum Fluss bauen und das sieht hier alles schon sehr cool aus. Ich merke mir diese Area hier mal. Das war, warte mal, das war mehr so hier, ne? Merk, wobei, nee, das war hier. Hallo, da. Das merken wir uns mal und wir laufen jetzt noch schnell zu dem anderen Spot. Dann muss ich die Folge schon wieder ein bisschen überziehen, um noch dahin zu kommen. Aber was soll's. Oh, das Ei. Ah! Das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist jetzt gerade nicht passiert. 1000 Meter? Wir waren zu weit. Und zu ersticken. Geil. Ach, herrlich. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge nochmal dahin laufen, aber ich rush durch. Dann renne ich. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schaut gerne morgen rein. Ab morgen wieder 14 Uhr. Heute kommt der Upload später. Ich denke um 18 Uhr. Ab morgen wieder ab 14 Uhr Minecraft. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.